So, na dann, hallo Leute und herzlich willkommen und guten Morgen zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video, immer noch im Caterpillar Monster Truck LKW mit Dashcam obendran. So, jetzt geht's nach einer etwas längeren Pause wieder weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich den Caterpillar hier fahre, das irgendwie lenkt. Ich kann mir nicht helfen, aber der hängt doch irgendwie ziemlich extrem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist aber irgendwie schade. Weil der an sich extrem Spaß macht zu fahren. Und ihr müsst sagen, der sieht mal richtig geil aus. Das ist doch mal ein LKW, wie er sein sollte. Schaut euch das mal an, wie der abgeht. Das ist jetzt nichts mehr nur noch mit rechte Spur fahren, ne? Das heißt aber ganz links, wenn nicht sogar auf der Gegensparbahn. Wenn das nicht mal mein rennfahrerisches Können unter Beweis stellt, dann weiß ich auch nicht. Wow. EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Das ist ja nett. Warte mal kurz. Muss man ein bisschen lauter machen. So. Das mit dem Lenken ist aber echt irgendwie jetzt ein Problem, was sich mir in den Weg stellt. Boah, ich weiß nicht, wie weit der nach unten gedrückt wird, wenn wir hochfahren. Das ist irre. Muss ich wohl doch eventuell mir einen anderen LKW suchen? Oder eventuell mal schauen gleich mit dem Bus. Ich habe nämlich noch einen Bus, ob wir mit dem mal fahren wollen. Nee, weil das mit dem, wenn das so hinterher hängt, das macht keinen Sinn. Können wir hier schön rasen, aber... Nee, das ist... Wäre doch eine Spur zu extrem. Auf die Abwehr, Alter! Wow! 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 Ha! Okay, den hast du jetzt ein bisschen mitgenommen. Ein bisschen. Nehmen wir es mal ein bisschen mitgenommen. Weil wenn der nicht mal höllisch geil aussieht. Hammerhart. Aber ich würde vorschlagen, wir schnappen uns mal so einen Reisebus und fahren mal damit ein bisschen weiter. Wie das geht, ist natürlich schon die Frage. Schau ich mir mal an. Firmenmanager. Sieht gut aus. LKW-Manager sieht auch sehr gut aus. Ja, der ist das. Einsteigen. Dann sitze ich da jetzt drin. Und dann fahren wir mal los. Im Reisebusch. Weiß ja nicht, wie viel PS der hat, aber mal schauen. Okay. Der ist mal lang, würde ich sagen. Der ist mal ziemlich lang, würde ich vorschlagen. Stelle ich mal gerade die Grafik ein bisschen anders um. Dann können wir aber sofort losfahren. Okay, machen wir das. Das braucht der Bus nämlich, glaube ich, ein bisschen, um
besser zu laufen. Und da ist der Eurotruck-Simulator leider abgeschmiert. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen und ich sage bis auf Wiedersehen, bye bye und macht's gut.